dass ich es mir holen kann und 40 neue Fahrzeuge habe und Werkzeuge. Doch schön, siehst du, kannst du mal holen, ne? Ja. Wirst du schon von der Multiproduktion gezwungen, dir ein DLC zu kaufen? Ja. Boah, hier gibt es sogar eine Kaffeemaschine mit Kaffee drin. Herrlich. Ja, die habe ich schon Und extra direkt. platziert, genau. Die werde ich direkt mal leer machen. Michael hat eh gerade noch zu tun. Der hat keine Zeit zum Kaffee trinken. So. Aber sieht nicht schlecht aus, ja. Aber was hast du Glaube jetzt ich auch. bezahlt für das Ding? 170.000, ne? Ja. Boah, nee, das muss noch ein bisschen warten. Ja, das Schöne ist, ich hab ja Gerüste, ne? Ja, du kannst direkt loslegen. Ich habe ja gar nichts. Ich habe Wasser, ja. Ich habe eine Wasserstelle auf dem Hof. Ich kann Wasser bereitstellen. Hast du dir einen Brunnen gesetzt oder wie hast du das gemacht? Ja, ich habe mir, wir haben da dieses Fett Modpack drauf. Da habe ich mir so einen Ackerschacht gesetzt. Er hatte noch eine etwas schönere Wasserstelle, aber die war mir leider zu teuer. Die konnte ich mir nicht leisten. Du bist Habe ich ganz halt da. schön, du bist ganz schön am Jammern, ne? Mit deinem kann ich mir nicht leisten. Ja, ich kann mir hier nicht so drei Akkutrucks leisten, so wie du. Und einen dicken Fendt. Fendt, das war aus Versehen kauft, den wollte ich ja nicht kaufen und dann hatte ich ihn auf einmal. Ja, es passiert mir auch manchmal. Ich kaufe auch manchmal so aus Versehen so einen Fendt. Ja. Jetzt steht er einfach so rum. So, jetzt brauche ich aber noch irgendwie was Güllefass, ne? Ich nehme jetzt nochmal Kredit auf. Ich kaufe mir jetzt einen kleinen Traktor und einen Wasserfass. Dass ich mal meine Gewächshäuser mal noch einfahre mit AD-Kursen. Ja, naja, komm. Ich leihe jetzt einfach wieder, bis ich bei einer Mille bin und fertig. Jetzt ist alles nichts, ne? Kommst du nicht drüber? Ih, das sind ja doofe Farben. Okay. Sagt nichts, ist beim nächsten Mal drauf. Ah, wir verstehen uns. Ja. Ah. Die sehen alle nicht so toll aus. Eigentlich will ich Kannst ja jetzt. du auch bei Tierhaltung gucken, das sind auch ein paar Fässer, die auch Gerest und so können, ne? Ach, die beides können, ne? Die alles können Genau, anscheinend. Wasser. Gibt es direkt hier vom MAN-Pack so ein Fass mit 8000 Litern. MAN? Das kannst du komplett einfärben. Kannst sogar Gold machen. Kannst sogar vergolden, das Ding. MAN-Pack, wo bist du jetzt? Ja, das. Ne, nicht das ganz hinten. Ja, das Lizard, das Blaue. Neben den Einstreuern. Der hier. Ach ja. Ach ja. Warum habe ich den? Den habe ich im Singleplay, habe ich den auch. Der kann anscheinend alles. Der hat schon eine Farbwahl drin. Nein, nicht wirklich. Der hat keine roten Felgen. Echt? Da hätte Na, ich kann vielleicht sein. noch was in der Hinterhand fürs nächste Mal. Ja, Anfässern. Noch eine Idee. ja. Oh, du kannst die Felgen vergolden. Du kannst sogar oben das Ding vergolden. Krass. Den goldenen Fass einfach Gerest zu fahren. Da bist du auf jeden Fall der Held. Guck mal. Oh, ist das nicht schön? Ist das Ja. nicht schön? Ah, nee, wenn, dann müssten alle Fahrzeuge Gold sein. Jetzt habe ich schon wieder was gezeigt, ey. Nee, ich wollte. Ach, warte doch. Nee, das war nichts. Genau. Dann miete ich den und gebe den anderen wieder zurück. Ah, gemietete Fahrzeuge. Güllefässer. Zurückgeben. Okay. Ach, den Big M habe ich auch noch gemietet. Das ist ja Okay. interessant. Ja, was? Ich bin gerade im Shop und will in meinen Harvester einsteigen und da liegt das zur Seite.
Weil dort ein Fass im Weg steht. Im Shop drinne? Nee, davor beim Abholen. Das ist nicht schlecht. Mhm. Also Age-Test nicht bestanden. Offensichtlich, ja. Warum findet der hier neben die? Weil meine AD-Kurse noch nicht toll sind. So. Ich lasse den jetzt mal kurz zum Shop fahren. Solange kann man sich Thüringen anschauen. Ich gehe mal ganz kurz für 2 Minuten weg. Ja. Jo. Und ich bin gerade auf dem Weg mit dem Harvester zu meinem Hof und brauche keine Angst haben, dass ich geblitzt werde. Ja, weil der fährt nämlich gar nicht so schnell, ne? Das kenne ich. Kannst du mit Vollgas durch die Blitzer fahren. Genau. Mal schauen, ob ich im Dezember noch einen ersten Baum gefällt habe. Schwierig. Also eigentlich hatte ich ja vor, bloß ein Stück zu roden, aber bei der Geschwindigkeit und bei dem Tempo werde ich den wahrscheinlich nicht mehrmals mieten, sondern gleich alles mit einmal machen. Ja. Mal gucken, wie weit ich komme. Ist nicht gerade meine stärkste Disziplin, Waldroden, aber naja. Wird schon. Moin Anstandsleitung. Moin moin. Der Chef ist gerade nicht da. Nicht wundern. Hallo Anstaltsleitung. Ach, da ist man einmal kurz weg und schon kommen sie. Ja. Ja. Vielleicht sollte ich öfters weggehen. Solange du immer wieder kommst. Ja, ich schalte dann hinterher den Stream ab. Ne? Also das, dafür bin ich dann gut genug. Ne? Da steht mein Festgelände. Wieso hast du dir jetzt schon einen Drescher gekauft? Habe ich das mit, weil du gesagt hast? Ich nein. Ein Ernter, ein Vollernter. Ah, gebraucht oder gemietet? Ich habe den nur gemietet. Also das wäre mir jetzt erstmal zu üppig. Ja, okay. Oh, sonst hätte ich mich gewundert, wo kommt denn das Geld her? Weißt du, gerade ja, 5 Minuten auch beim Map und schon. Genau. Milliardär. Man kann ja auch ruhig mal seine Armut zeigen, also von daher. Ja. Das sehe ich genauso. Ja. Anstaltsleitung, wie du siehst, hier schneit es, ne, ohne dass man was macht. Wo ich gestern versucht habe, alter Schwede. Habe ich Alt O anstatt Alt 0 im Autodrive ausschalten. Ja, gestern verzweifelt den Schnee gesucht und hier gibt es ihn umsonst.
Muss mal kurz meine FPS. Boah, ich bin bei 25, 26 FPS runter. Ist nicht normal. Irgendwas stimmt mit meinem System nicht. So, dann gucken wir doch mal, wo ich denn hier eine Wasserstelle habe. Ich habe gar keine Wasserstelle, ne? Bei mir in der Nähe. Ich muss mir echt einen Brunnen auf dem Hof setzen. Ah, zum Glück. Ich muss sagen, ich wohne ja in Düsseldorf und da brauche ich keinen Schnee. Also in der Stadt Schnee ist, ja, muss man nicht haben. So, ich kann dann mal meine Punkte wegsortieren. Wenn ich den Editiermodus anmachen würde, wenn ich meine Maus sehen würde durch den Schneefall, wenn ich nicht ganz so blind wäre. Habe ich noch irgendein Wäre vergessen? Nö. Ich bin neu, ich enthalte mich. Ja? Macht da irgendjemand was mit AD? Irgendwelche Punkte setzen oder so? Ja. Nein. Achso. Ah, okay, du bist das. Ah, dadurch geht mein Menü immer wieder zu. Alles klar, alles klar. Ja, das ist pure Absicht, ist das. Immer wenn ich kurz davor bin, meine Produktion zu verschieben, ist das Menü wieder zu. Ich krieg die Krise. Ach. Ach. Da wohnst du? Sehr schöne Gegend. Wollte ich schon immer mal Urlaub machen. Da war ich auch schon in der Nähe. Der fährt erstmal über die. Und jetzt hat er schon wieder einen Funke. Immer wenn ich kurz davor bin. Aber ich muss sagen, zum Wohnen wäre mir das nichts. Ich lasse es sein. Es hat keinen Zweck, meine Punkte zu verschieben. Es geht immer wieder zu, das Menü. Ich mache aber gerade gar nichts. Aber ich wäre jetzt, aber ich bin Stadtmensch. Ich muss in der Stadt wohnen. So. Wieder zu. Wo sind denn meine Produktionen? Habe ich noch gar nicht. Dadurch kann ich die auch nicht finden. Also. Auf. Ist gehört euch das Hotel oder meinst du das jetzt allgemein, dass ihr da ein wunderschönes Hotel habt, so allgemein? Ah, cool. Aber trotzdem, also auch wenn da jetzt, wenn du da jetzt keine Verbindung hast, wenn es mir dann wirklich in den Sinn kommt, dort über Urlaub zu machen, weil ich auch gerne wandern gehe und so weiter, und das bietet sich ja in der Gegend an, dann schreibe ich dich mal an, wie das Hotel heißt, und dann schaue ich mir das mal an. Guten Sebastian. Hallo Sebastian. So, haben wir jetzt alle Punkte? Geht jetzt nur Produktion. Oh, da sollte doch Produktion aufstehen. Also nochmal. Machen wir das jetzt zum fünftes Mal. So. Produktion
auf. Ja, Anstaltsleitung, das machen wir. Vielleicht treffen wir uns dann auf einen Kaffee oder so. Warum denn nicht? Ohne Kamera natürlich. Habe ich die Nummer vergessen? Also ob ich das heute, also heute werden AD-Ordner gemacht, gelöscht, gemacht, gelöscht, gemacht. Das wird den ganzen Abend heute so bleiben. Und so vorgeht die Zeit. Aber quatschen und gleichzeitig beschriften scheint wohl nicht so ganz meins zu sein. Du bist ja auch keine Frau. Ah, das ist ein Gerücht. Das ist ein Gerücht. Dass ich, also das dieses, ne, mit Multitasking, nicht, dass ich keine Frau bin. Also, oder ach, ich. Nee. Man weiß es nicht, ja. Jetzt schweige ich lieber. Weißt du, ich nehme ja einen Stimmenverzerrer. Genau. Das hörte sich fast nach einer Katze an, ne? Mhm. Oh, da habe ich alles davon. Ich habe einen Hund, eine Katze. Wunderbar. Ich kann mit allem dienen. Auch mit Silberfischchen? Nee, glaube ich, glaub ich nicht. Das wäre mir neu zumindest. Ja, Anstaltsleitung. Definitiv, das machen wir dann. Wenn ich dann wirklich da das ins Auge fasse, dort in der Nähe Urlaub zu machen, also was heißt Urlaub, eine Woche dann oder so, paar Tage wandern gehen, ein bisschen Wellness, ein bisschen entspannen, dann definitiv komme ich auf dich zu. So, dann holen wir hier einmal befüllen, bitte. Muss ich aufmachen, ne? Ja. Gärreste. Ich habe Gärreste. Ich transportiere mein erstes Produkt. Achso, nach der Silage. Silage habe ich auch schon transportiert. Wie könnte ich das ja in die Produktion direkt verteilen lassen? Ne? Beach. Kostet dich allerdings etwas Geld. Aber ich bin faules. Wie könnte ich was gesagt? Nein, manchmal bin ich doch ein bisschen faul. Mir jetzt auch nur einen Wasseranhänger kaufen müssen. Mieten müssen. Aber ist ja okay. Ich war dann ein, zweimal hin und her. Und dann ist die Produktion das erste Mal befüllt. Jetzt muss ich nur noch Wasser irgendwo finden. Könnte mir ja auch das Wasser bei Super Plus einfach so knapp klauen, ne? Der bekommt das ja nicht mit. Ja. Aber da bin ich eine halbe Stunde unterwegs, ne? Mit Fahren. Was will mir auch das Wasser klauen, ey? Ist schon frech. Ah. Ganz schön frech. Ich da nicht. Nein. Ich bin notleidender Streamer. Sag's immer wieder. So, fahren wir gleich mal mit offenem Deckel. Ist ja nicht so weit. Wenn es rausschwappt, und einmal gegen die Länder gefahren. Ich habe hier diese kleinen Faktoren Antonio Carraro habe ich als Werbung. Ja. So, wo machen wir jetzt Wasser hin? Wasser sollte dann so sein, dass man da überall hinkommt, von überall drankommt. Da hinten will ich ja noch mein Häuschen bauen und alles. Ob hier vorne mache ich. Da kommen wahrscheinlich so und so noch ein paar Hallen hin. So.
Hervorragend. Dann bauen wir uns hier Wasser, 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 Wasser. War das unter Tools oder Container unter Tools, ne? War das, glaube ich, oder? Bei Tools, ja. Nö. Nehmen wir Container, dann passt es. Okay. So. Dann halt Feldschacht. So. Ja, egal, wie rum ich den Feldschacht packe, ne? Der hat ja einen Trigger rundherum. Ich glaube schon, ja. Ich habe das auch noch nicht probiert. Ja. So, dann packen wir den Feldschacht hier hin. Dann können wir direkt einmal... Wo ist mein Mauszeiger? Da ist er. Es ist so der Hammer mit diesem Mauszeiger. Und dann machen wir hier draus. Wieder das M nicht mitgenommen. Das läuft ja heute. Hof. Wasser. Auf. Dann haben wir den Punkt auch schon mal gesehen. Das mache ich später. Dann aber direkt an die Fahrspur hier dran. Jo. Das haben wir, das haben wir. No, hörst du? Okay, ja. So, dann müssen wir nur noch irgendwie einen Weg hier von dem Haupthof, von dem Hauptweg finden. Ja. Wo ist die Maus? Da ist die Maus. Das doch gut aus. Dann haben wir AD auch dafür eingerichtet, falls mal wieder Schlange geben ist. Und dann holen wir mal Wasser, mal gucken, ob das klappt. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Na, meint ihr, Minion kommt, so wie er angekündigt hat zu der Uhrzeit? Um 8 wollte er ja kommen. Oh. Nee, ja. Ich habe vorhin, glaub, gelesen, er hat geschrieben, dass er heute gar nicht kommt. Er schafft es heute nicht. Oh, ich bin nicht dabei heute, sorry. Ah, ja, dann verschieben wir das auf Dienstag, das Spielchen. Ja. Dann müssen wir leider das Spielchen auf Dienstag verschieben. Bei unserem nächsten Stream. Genau. Vielleicht habe ich das dann auch mit meiner Grafik endlich in den Griff bekommen. Und was die jetzt sagt. Weiß. Ah. Sah schon mal schöner aus. Ich glaube, ich werde jetzt morgen oder so die Game XML und so weiter alles löschen, beziehungsweise wo die Grafik-Settings drin sind und dann nochmal neu anfangen. Wer weiß, was ich mir da verhuddelt habe gestern durch die Fahrgeschäfte.
Kannst du bloß mal versuchen, ne? Ja, ich weiß nicht, was ich da für eine Einstellung noch geändert habe. Ich bekomme es nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Mod so meine Grafik beeinflussen kann, aber dass ich das dann selber war, ne? Mit dem Grafik so beeinflusst, dass ich das so gemacht habe, dass ich kaputt bekommen habe, dass ich das kaputt eingestellt habe. Und dann lösche ich die einmal und bastel mir die neu zusammen. Ich glaube, das ist das Beste. Ja. Muss ich nur dran denken, die Konsole wieder zu aktivieren. Aber das war's dann. So, jetzt habe ich 16.000 Wasser drin und 16.000 Gärreste. Ich habe meine erste Produktion beliefert. Oh, Glückwunsch. Applaus, Applaus, Applaus. Lassen wir den gleich mal direkt hier stehen. Und der kann parken fahren. So, dann gucken wir mal. Dann schalten wir die mal an, ne? Die habe ich noch nicht umbenannt. Mineraldünger habe ich. Wie viel passt denn da rein? 800.000 Liter, 500.000 Liter? Danke für die Werbung. Ja, mein der Stream von gestern ist schon online bei YouTube. Mit dem Weihnachtsmarktbau, das Short-Video noch nicht. Da habe ich vorhin schon dran gesessen und das langsam zusammengeschnitten. Aber ich wollte das ja so auf 2-3 Minuten gerade mal haben. Und bin da noch mit mir am Hadern, wie ich das vernünftig hinbekomme, dass die Bilder so ineinander fließen und so weiter. Oder beziehungsweise, wenn man dann eben das Fahrgeschäft sieht, dass man dann unten rechts in der Ecke es laufend sieht und so weiter, da bin ich gerade noch dabei, das zu machen. So, meine... Zum Glück nicht. Okay. Ich hätte ja gerade mal gucken können, wie viel Gärreste ich jetzt habe. 1000 habe ich noch. Da könnte ich ja noch ein bisschen fahren. Ne? Aber das lassen wir jetzt erstmal. Ja, da habe ich ja auch mal wieder gut gearbeitet. Weil ich das Lager, nachdem ich den AD-Kurs gebaut habe, nicht drauf geachtet habe. Jo, so wird doch ein Hut raus. Aber ich glaube, dann fahre ich noch mal. Dann fahre ich noch mal ein bisschen Gärreste. Der ist noch nicht eingefahren, ne? Den könnte ich dann jetzt direkt einfahren. Dann kann ich mal AD fahren lassen, ob das funktioniert. Weil später komme ich da nicht dazu. Zu viel Stress. Warum war mir das jetzt klar, dass so ein und ein Lachen so aus dem Off kommt, so aus dem Background? Warum wusste ich das? Gute Frage. Ja, ne? Sehr gute. So, dann gehen wir dahin. Hier nehmen wir uns ein und das machen wir. Ja, das ist
Ja, okay. Nee, ist doch auf. Doch nicht ab, ist doch auf. Ich will da ja aufladen und nicht abladen. Also, oh. Ständiges Auf und Ab bei dir. Da sagst du was. Nichts ist beständiger als die Veränderung. Mann, wir haben aber wieder Weisheiten hier heute. Ja, das ist Wahnsinn. Kannst du noch was lernen, wa? Super Plus. Ja. Ah. So, dann haben wir das. Dann brauche ich jetzt noch einen Weg zurück, sonst fährt er hier einmal quer über den Hof. Macht ja gar keinen Sinn. Heißt, wir gehen von hier aus. Wo ist meine Maus? Da ist meine. So, mal schauen, was unser Förster da oben macht. Wie es da Der so ist so läuft. ruhig, ne? Der ist so ruhig, ne? Ja, der hackt Das locker irgendwas aus. Das ist ja bei Kindern auch so. Wenn die immer ruhig sind, dann Genau, da ist hacken die irgendwas aus. irgendwas ist dann faul. Genau. So, Vorsicht. Ja, geh schon weg hier. Ich sehe schon, hier wird krass gearbeitet. No? Ich komme da auch gleich mal vorbei. Aha. Liegt schon eine Menge Holz rum. Ich und mein Holz. Da wären wir wieder bei dem Thema, ne? Genau. Nö. Das sieht doch gut aus. Und so. Aber alle Bäume kann ich auch nicht hier runterholzen. Ja, ich sehe es. Also, du hast aber auf jeden Fall mehr Fichten als ich in dem Wald, oder? Na gut, Einige mehr. am Rand zum Glück bloß alles. Bei mir, das war ja echt. Ja, eigentlich ein Griff ins Klo da, weil das hätte ich direkt alles wechseln können. Also die Hoffläche, die ich mir ja ausgesucht habe, die ist auch ein bisschen groß. Muss ich ja schon mal so sagen, ne? So sollte das jetzt passen. Gut, dann lassen wir ihn noch mal fahren. Dann lassen wir ihn noch mal dreimal fahren und ich kann dann in der Zeit, kann ich mir das da oben mal angucken, wie das da aussieht. Wüst sieht es aus, wüst. Auf jeden Fall hat er einen Haufen Arbeit hier noch. Ja, dass er echt alles fällen will. So, dann packe ich die erstmal weg. Teilsilo rein, auch dann nach unten. Scrollen, scrollen, scrollen und dann habe ich hier Produktion auf und ab und dann machen wir der Reste. Okay. Dann fahren wir jetzt einmal der Rest mit Hof Gerste auf und Produktionen ab. Produktion ab auf. Oh, Multipool. Das machen wir Geraster. Lassen drei viermal fahren. Und hat er da keinen Weg gefunden, weil er zu weit weg ist. Weil. Ach, ich habe doch hier noch. Nee, das habe ich ja doch gemacht. So, jetzt sollte er den Weg finden. Nein, findet er immer noch nicht. Dann muss ich doch wirklich ganz draufstehen. Nö. Wo hab ich da. Ah! Auch schlau. Guckt mal im Stream. Ich frag mich, warum Gärreste nicht benutzt, also nicht benutzt werden kann.
Ein Single-Point. Ja, der Punkt ist ein bisschen abseits, oder? Ich hab den vergessen. herrlich. Ist der nicht schön? Ach, das ist ein klassischer Micha. Das ist echt. Da haben wir es wieder. Der Fehler sitzt immer auf dem Bildschirm. Immer. Ich würde ja nicht sagen immer, aber immer öfter. Ja. Jetzt können wir das Ganze nochmal probieren. Hui. Mal AD anschmeißen. Ach, gucke mal. Und schon sagt er, ne, nichts von wegen kein Weg gefunden und so weiter. Läuft. Ja, ist so drin. Bin hellauf begeistert. Na bitte. Das Abfahren sollte ja jetzt auch funktionieren. Das kann ich ja im Vehicle Inspector sehen. Ja, wo ist er denn? Da oben ist er. Oben im Wald hängt der schon. Aber wollen wir noch mal gucken, was er da so macht. Ach, da ist ja eine Ruine. Hast du die gebaut, die Ruine? Nein. Ach nee, die hab ich nicht gebaut, die war schon da. Ah, ich sehe da irgendwas. Ach, Ketten hat man auch dran? Ja. Musste die Olufsen auswählen und dann hast du die verschiedenen Ketten und Tracks und alles. Kannst verschiedene Glieder auswählen. Aber kostet natürlich auch ein bisschen mehr, aber gut. Macht er hier schon akkurat, ne? Da kann man ja nichts sagen, ne? Da lebt ja. Er aber schon. Ja. Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn Micha ankommt, und einmal so den Holzstamm so hin und her. Genau. Du kommst ja auch aus Schottland und machst einen Stammweit werfen oder sowas, ne? Genau. Genau. Du wirst lachen, ich war schon ein paar Mal wandern in Schottland. Ja. Von daher, ich kenne die Gepflogenheiten. So in Gelb, dass du abends dann auch deine Ketten wiederfindest, ne? Genau, das ist immer ein Wiedererkennungswert. Schön abgesägt. Sobald er gefällt wird, verliert er seinen Schnee. Der Baum. Ja, und die Laubbäume verlieren ja dann direkt ihre Blätter, wenn du die ansägst. Die Laubbäume? Mit der Kettensäge vielleicht. Auch mit dem, also wenn du jetzt Hackschnitzel machst, also mit dem T-Rex, ach so, wenn du ansetzt, dann verlieren die direkt ihr Laub. Mhm. Oh. Damit habe ich tote Bäume gemacht, weißt du, so als Deko. Mhm. Ich wollte ja so ein Waldsterben mal machen, aber das habe ich nicht ganz hinbekommen. Von Eichenwald dann komplett entlaubt oder so. Was natürlich mehr bei Fichten und so weiter Sinn machen würde, aber ja. Ja, sehr schön. Der macht Holz. Was macht denn der Super Plus? Ich habe meine Gewächshäuser gerade mit AD versorgt und habe eine kleine Hütte gebaut, wo mein Traktor drinnen steht. Oh, eine kleine süße Hütte. Ja, kannst du dir gerne mal angucken. Ich bin hier. Ah, du bist doch über deiner Brücke da, ne? Genau, super. Du bist auf. Schafe hast du ja nicht, ne? Du hast ja Hühner. Ich bin auf dem falschen Hof. Ich wollte gerade sagen, das ist, glaube ich, der falsche Hof, wo du gerade bist. Läuft. So, dann gucken wir mal, wo müssen wir hin?
Da müssen wir nicht. Wir müssen dahin. Oh, jetzt hat er hier sogar schon eingezäunt. Oh. Hört er Geld für den Zaun, ne? Ja, ich denke nicht, dass du hier einfach so reinkommst. Aber hier hinten ist doch noch alles offen. Ja, da fehlen leider das Geld noch. Ah, sehr schön. Oh, mit Stromtankstelle? Natürlich. Bin hier voll umweltbewusst mit Elektro unterwegs. jetzt fangen die Fahrzeuge wieder an zu fliegen. Kaum ist der Michael hier, dann fliegen die Fahrzeuge wieder. Bei manch anderen fliegen Baumstämme. Ja. Sehr schön. Ja. Unordnung in meinem Stapel. Ja, hier fehlt es halt noch ein bisschen an Deko und Zaun und sowas, aber alles mit der Ruhe, ne? Eine Wetterstation. Die fehlt Mobil. Noch hier. Ah, da hat er sein Wasser. Ja. Okay. Ja, wie sieht's denn aus? Wollen wir eigentlich mal nochmal eine Nacht schulen oder so? Oder zwei oder so, dass man mal noch ein bisschen aus dem Winter rauskommt? Also wie ihr ich wollt. Müsst, meiner fährt gerade noch Gärweste. Aber das wäre egal. Das wäre egal. Wir könnten, also von mir aus könnten wir, warum fährt denn der da hinten lang? Was habe ich denn? Ich habe hier einen Fehler drin. Taschenlinie, der fährt jetzt einmal über den kompletten Hof. Ich ja mal gar nicht. Was habe ich denn da jetzt für einen Fehler drin? Ich muss mal ganz kurz gucken und dann könnten wir spulen, wenn wir wollten. Also ich habe damit kein Problem mit dem Spulen. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir aussieht, RWM. Ich bin gerade mitten im Holz. Also ihr könnt entweder spulen oder mir mit unter die Arme greifen, wenn ihr wollt. Wir könnten dir auch helfen. Also beides möglich, sagen wir mal so. Ich frag mich, warum der jetzt da lang gefahren ist. Der müsste doch eigentlich... Ja, wie gesagt, wenn du willst, dann miet einfach noch einen Harvester oder so, dann komm ich mit hochgefahren, helfe ich dir. Wenn du nochmal Geld ausgeben möchtest. Also ein Harvester haben wir hier. Wir könnten entweder Abtransport und Harvesten gleichzeitig machen. Gut, kann man natürlich auch machen, ne? No. Ja gut, ich glaube den Abtransport, das musst du, ich weiß nicht, wenn du es direkt verkaufen willst. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich das jetzt mit dem LKW verkaufen fahre. Also oder allgemein. Es wäre interessant zu wissen, also wenn du die erste Fuhre einfach mal probierst. Ja. Du fährst zum Güterbahnhof, oder? Ja, würde ich machen. Da gibt es am meisten Geld, ne? Ich habe noch gar nicht geguckt, aber... Ja. Ich würde auch sagen, probiert doch einfach mal und genau. Dann überweist du eben das Geld. Ja, eben. Ich kann es dir doch direkt überweisen. Genau. Fahr mal zum Güterbahnhof bitte und dann werden wir sehen, was passiert. Jo. Ich kann ja auch eins machen zur Not, falls ich das Geld jetzt bekomme. Ich kann ja auch die Stämme dahin fahren, lade die da an den Trigger, aber du musst dann bloß auf Verkaufen klicken. So kann man das ja machen. Du müsstest allerdings, du bist jetzt bei dir im Hof noch, ne? Ich bin bei mir im Hof, ja, aber ich habe ja Lohner bei dir. Hm. Normalerweise. Du kannst ja auch sicherheitshalber zu mir in den Hof reinkommen. Ich kann nicht machen, ja. Aber wie gesagt, zur Not kann ich ja trotzdem den LKW fahren. Da lade ich einfach die Stämme da alle in diesen Trigger rein und du musst dann bloß irgendwann mal runtergehen und den auf Verkaufen klicken, wenn er voll ist. Wenn er überquillt. Ja. Warum nimmt er den langen Weg und nicht den kurzen? Genau, so machen wir das. Ja, ich gucke erst mal, was passiert, wenn ich die da verkaufe, aber das wird wohl für mich zählen bestimmt. Komm vorher noch in seinen Hof rein. Ja. So.
gucken, wie ich überhaupt